Es war ein Leben in ständiger Angst. Jahrelang leben die Kinder im Krieg, manche ihr halbes Leben lang, bevor sie flüchten. Was sie in ihrer Heimat in Syrien erlebt haben, versuchen die Kinder in Bildern zu verarbeiten, die im Zeichenunterricht an der Ahner Schule entstehen. Viele Bilder zeigen brutale Gewalt. Mein Bild zeigt die Kinder, die in Aleppo leben, die verletzt wurden zwischen den Häusern. Als die Bomben kamen, ist die Türe zusammengefallen und explodiert. Auch das Auto meines Vaters wurde getroffen und ist explodiert. Mein Onkel wurde durch die Luftangriffe getötet. Die Flugzeuge haben mir am meisten Angst gemacht. Vor allem die Luftangriffe in Syrien brennen sich den Kindern ins Gedächtnis ein. Immer wieder tauchen in den Zeichnungen der Kinder Flugzeuge auf, die Bomben abwerfen. Ich erinnere mich an den Tag, als die Flugzeuge kamen und die Häuser unter Beschuss nahmen. Ich war mit meiner Mutter, meinen Onkel und Tanten auf der Straße, gerade auf dem Rückweg von einem Kondolenzbesuch. Meine Tante wurde von einem Schrapnell im Bein getroffen und verletzt. Wir brachten sie ins Krankenhaus. Das Schrapnell konnten die Ärzte jedoch nicht entfernen. Ich denke immer wieder an den Krieg zurück und an das Bild, das ich im Kopf habe, und versuche es zu vergessen. Vergessen können sie es nicht, aber verarbeiten, sagt Ahmed Ghazal, der den Kindern Zeichenunterricht gibt. Er will nicht gefilmt werden, im Gegensatz zu seinem Kollegen Ibrahim Mohammed, der sagt, wenn die Kinder zeichnen, sehen wir, was in ihnen vor sich geht. Mohammed selbst ist 2013 aus dem syrischen Hama in die Türkei geflohen. Bereits 2 Tage nach seiner Ankunft in der Türkei begann er wieder, Kinder zu unterrichten. Die Kinder erleben eine unnatürliche Kindheit. Es ist unnatürlich, dass ein Kind mit 9 Jahren beispielsweise weder lesen noch schreiben kann. Manche Familien sind ein Jahr unterwegs, flüchten von Dorf zu Dorf, um sich in Sicherheit zu bringen. Und erst dann beginnen die Kinder wieder mit Lesen und Schreiben. Fakt ist, die Kinder tragen Erlebnisse eines zig Jahre älteren Menschen auf ihren Schultern. Wir versuchen dies mit Aktionen wie das Pflanzen von Bäumen oder anderen Beschäftigungen in der Natur, durch Kochen und Sport wieder in Einklang zu bringen, also den Kindern wieder eine lebenswerte Kindheit zu geben. Und wir versuchen dadurch auch, den Charakter der Kinder zu formen. Denn durch den Krieg haben viele Kinder Defizite. Sie sind das Gesellschaftsleben nicht mehr gewohnt. Sie sollen sich wieder in die Gesellschaft einbringen und sich benehmen. €300.000 kostete der Schulbau in Rianle. €100.000 spendeten die Bürger aus Aalen und der Umgebung. Die Stadt steuerte €50.000 bei. Das Land Baden-Württemberg verdoppelt den Betrag. Nach einem halben Jahr Bauzeit wird sie 2016 eröffnet. Kurze Zeit später wird ein neues Projekt angeschoben, ein Sportplatz nebenan, ebenfalls finanziert mit Ahner Spenden. Heute werden an der Ahner Schule 1204 Kinder unterrichtet. Seit die Kinder in der Türkei zur Schule gehen, haben sie Freude, sie lachen, sagt Lehrer Ahmed Ghazal. Auch diese Gegensätze verarbeiten die Kinder in den Bildern. Ich will mit meinem Bild zeigen, dass die Kinder der Welt glücklich sind. Sie haben Häuser, Schulen, sie können wie Kinder leben. Und in Syrien gibt es Krieg, es gibt Verletzte, Tod und Trauer. Wenn ich das Bild meines Bruders sehe, wird mir bewusst, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Kindern auf der Welt und den Kindern, die aus Syrien stammen. Ich erinnere mich, dass wir unter dem Feigenbaum in unserem Garten saßen, als die Fässer mit Metallteilen, Schrapnellen und Nägeln aus den Flugzeugen geworfen wurden. Sie sind explodiert. Mein Bruder hat sich erschrocken, er ist blass geworden und erstarrt vor Angst.
Wir geben den Kindern nicht vor, was sie malen sollen. Es ist ja eine Entspannungsübung. Sie bekommen Blätter und dürfen einfach zeichnen. So sehen wir, was in den Kindern vorgeht. Es kann auch sein, dass das Kind beim nächsten Zeichenunterricht etwas ganz anderes malt, sich ein Seelenleben geändert hat und es mit ganz anderen Problemen befasst ist. 2013, als wir hierher gekommen sind, begann der Ramadan. In der Türkei wird in den großen Städten wie hier in Reyhanlı traditionell ein Kanonenschuss abgegeben. Als dieser Schuss abgegeben worden ist, haben sich die Kinder hingeworfen. Sie waren verängstigt und haben geschrien. Danach wurde diese Sitte abgelegt. Inzwischen haben sich die Kinder aber daran gewöhnt. Syrien ist durch den Krieg verletzt und blutet. Ich war noch ein Baby und erinnere mich nicht an viele Dinge, nur an Flugzeuge. Wir haben uns dann immer im Keller versteckt. Später möchte ich einmal Ärztin werden oder Astronautin. Ich möchte zum Mond fliegen, zu den Sternen, die Erde von oben sehen. Eine meterhohe Mauer schlängelt sich auf dem Hügel entlang, die die Grenze zwischen Syrien und der Türkei markiert. Man sieht sie vom Schulhof aus. Die, die geflüchtet sind, leben in Reyhanlı mittlerweile in Sicherheit. Sie leben wie normale Kinder, sie haben Wünsche und Träume. Wir waren abends zu Besuch bei meinem Onkel, dann wurden wir angegriffen. Um das Haus herum sind Panzer auf die Straße gefahren. Nachdem wir 2 Tage lang draußen verbracht hatten, entschlossen wir uns zu fliehen. Früher sind wir zum Geräusch der zwitschernden Vögel aufgewacht, heute zum Geräusch der abgeworfenen Geschosse. Möge Gott den syrischen Menschen beistehen aufgrund der Umstände, in denen sie leben.